Kurzer Fashion-Check, Knaupi. Ja, sitzt alles, wir können loslegen. Wir Radsportler sind schon eine eingeschworene Gemeinschaft. Man grüßt sich, man kennt sich und meistens schätzt man sich auch. Wie in jeder anderen Gemeinschaft auch, gibt es allerdings ein paar Regeln, an die man sich halten sollte, wenn man als Teil der Gemeinschaft anerkannt werden möchte. Und im Radsport ist es so, dass die meisten dieser Regeln sich tatsächlich auf die Bekleidung beziehen. Richie, Alter, wie siehst du eigentlich schon wieder heute aus? Hier, Armlänge übers Trikot gezogen und die Socken auch noch über die Beinlänge. Genau, beim Thema Bekleidung kann man in ziemlich viele Fettnäpfchen reintreten. Und deswegen haben wir euch heute die No-Gos mitgebracht, die ihr auf jeden Fall nicht machen solltet, um von uns Radfahrern ernst genommen zu werden. Genau, dabei gilt, nicht alle unserer Punkte sind zu 100% ernst gemeint. Bei dem einen oder anderen kann man auch mal ein Auge zudrücken. Wobei wir aber kein Auge zudrücken ist, Kanal folgen, Video Daumen nach oben geben und dann geht's jetzt los. Knaupi, Alter, was riecht denn hier so? Du bist ja ohne Socken unterwegs. Ja klar, Junge, die Sonne scheint. Ich will jetzt erstmal Farbe bekommen. Da will ich doch keine Streifen da haben von den Socken. Junge, Streifen, das Einzige, was du davon bekommst, sind A, Stinkefüße und B, Druckstellen am Fuß. Und außerdem ist die Bräunungskante, die man sich dadurch erwirtschaftet, wenn man mit hochgezogenen Socken fährt, doch sowas wie die Eintrittskarte in die Radsportgemeinschaft. Ja, aber wenn ich ins Freibad gehe und mit meinen Badelatschen da lang stolziere, da gucken mich die Leute doch komisch an, wenn ich da hier so einen komischen Streifen habe. Ja, okay, die Blicke habe ich im Freibad auch schon bemerkt. Also würde ich hier einen Kompromissvorschlag machen, Söckchen. Damit hat man keine Stinkefüße, keine Druckstellen und die Bräunungskante kann man trotzdem vermeiden und so im Freibad neben dem Rad auch eine gute Figur machen. Ja, das mit den Söckchen, da kann ich dir vielleicht recht geben. Und ganz ehrlich, so ohne Socken, das sollte man dann doch lieber den Triathleten überlassen. Also wir beide sind uns einig, Tennissocken haben im Radsport nichts zu tun. Obwohl du manchmal schon ganz schön gestöhnt hast am Berg, wie Rafael Nadal auf dem Tenniscourt. So ungefähr? Ja, wenn du mit mir im Berg hochfährst. Ja, also wie gesagt, wir sind uns einig, trotzdem Tennissocken wie die hier gehören auf den Tennisplatz und nicht aufs Fahrrad. Wobei wir würden eine kleine Ausnahme machen und zwar für Leute, die gerade erst im Radsport dabei sind und jetzt noch nicht so wissen, okay, bleibe ich für immer dabei, sondern sich ein bisschen ausprobieren wollen, die können auch mal die ein oder andere Ausfahrt mit einem Tennissocken machen. Ansonsten haben wir auch noch einen Tipp für die Zuschauer. Genau, und zwar bei GCN im Shop kann man ein Sockenabo abschließen. Also wenn jemand richtig Bock hat, immer frische Socken zu fahren und die neuesten Modelle haben will, die neuesten Fashion-Dinger, einfach bei GCN vorbeischauen und ein Abo für Socken abschließen. Wie findest du das? Finde ich eine Top-Sache. Damit könnt auch ihr zur Fashion-Diva werden, so wie Knaupi mich in der letzten GCN-Show bezeichnet hat. Wobei ich richtig die Krise kriege, wenn ich das bei irgendjemandem auf einer Trainingsausfahrt sehe, Kompressionssocken. Wenn mir jetzt einer mit dem Durchblutungsargument kommt, Leute, ganz ehrlich, beim Radfahren sind die Beinchen mehr als genug durchblutet und deswegen Kompressionssocken nur auf Reisen, Auto, Flugzeug oder eben zu Regenerationszwecken, also dafür, für das sie gedacht sind. Das muss ich jetzt einfach mal loswerden. Herr Richie, ich finde meine Socken eigentlich richtig geil, die passen doch mega zum Fahrrad. Alter, Knaup, mach die Kompressionssocken von den Waden, zieh sie dir über den Kopf, denn da solltest du mal ein bisschen besser durchblutet werden. Was ihr auf jeden Fall auch nicht tragen solltet, was ich bei vielen von euch sehe, ist so ein schickes Fahrradtattoo oder Kettentattoo. Das habe ich mir eben gerade frisch an Richies Rad stechen lassen. Meine Kette ist natürlich immer sauber. Damit qualifiziert ihr euch natürlich immer für den Hobbyfahrer des Monats. Deswegen haltet eure Kette sauber und versucht nicht mit dem Bein an die Kurbel zu kommen. Knaupi. Was sagst du meiner neuen Brille? Sieht richtig fresh aus, oder? Nee, geht gar nicht. Die meisten von euch werden zwar in ihrer Freizeit Rad fahren, aber eine Freizeitbrille hat für mich auf dem Fahrrad nichts zu suchen. Ich bin zum Beispiel Brillenträger, trage beim Radfahren Kontaktlinsen und bin einfach auf so eine richtige Sportbrille angewiesen. Wenn es bergab geht mit dem Wind, dann drehen die Augen ganz gerne mal oder ein Insekt fliegt rein. Da ist halt so eine Brille einfach viel besser. Außerdem begehst du noch einen Fehler. Hä, welchen denn? Die Brille? Die trägt man über den Bändchen vom Helm. Das weiß doch jeder.
Ja, okay, also das macht für mich Sinn. Da werde ich mich auch gleich mal dran halten. Aber ansonsten sehe ich doch aus wie Brad Pitt mit meiner Sonnenbrille. Also das gilt jetzt wirklich nur für die Jungs und Mädels, die noch lizenzierte Radrennen fahren im Amateurbereich oder KT-mäßig im Nachwuchsbereich. So ein Nationaltrikot oder ein deutsches Meistertrikot, das muss man sich irgendwie verdienen, finde ich. Ich bin in meiner Karriere ab und zu mal für die Nationalmannschaft gefahren und habe deswegen noch eins, aber das ziehe ich halt in der Freizeit nicht mehr an. Aber für die Freizeitsportler unter euch, die können sich gerne mal ein Deutschland-Trikot kaufen, weil zur Fußball-WM kramen wir auch alle unser Deutschland-Trikot raus. Knaupi, Nationaltrikots gehören in den Kleiderschrank und haben für mich auf dem Fahrrad nichts zu suchen. Da komme ich lieber gleich oben ohne. Ähnlich wie bei den Tennissocken gibt es im Radsport natürlich auch für die Hosen spezielle Kleidung. Deswegen sollte man vielleicht bei einer richtigen Ausfahrt eher auf so richtige Hosen mit Sitzpolster zurückgreifen. Und so eine flatterige Hose kann man nur mal schnell zum Bäcker anziehen. Richtig, und was man auch vermeiden sollte, ist das, was Knaupi gerade macht. Der hat nämlich eine Unterhose an, unter seiner Sporthose. Beziehungsweise, ja, ihr seht es jetzt gerade zum Glück nicht. Aber das sollte man auf jeden Fall vermeiden, wenn man hier wie ich mit einer normalen Radhose mit Sitzpolster unterwegs ist. Denn da scheut man sich einfach nur wund und hat keine Freude bei der Ausfahrt. No go. Kommst du ran? Perfekt. Also, Knaupi und ich sehen jetzt wieder richtig fresh aus, nachdem wir ja gerade eben im Video einige Sachen besprochen haben, die man auf jeden Fall in Sachen Kleidung beim Radfahren vermeiden sollte. Nee, Spaß beiseite. Am besten macht jetzt einen Screenshot, zeigt es euren Trainingskollegen, dass man so auf jeden Fall nicht Radfahren gehen sollte. Aber falls wir noch ein Fauxpas vergessen habt, dann schreibt es uns gerne in die Kommentare, würde uns interessieren. Genau, wir gehen jetzt eine Runde trainieren und dann sehen wir uns beim nächsten Video. Ach. Ey, jetzt mal unter uns gesagt, wir sehen schon richtig geil aus, Alter. Ich hoffe, die Clubs machen demnächst wieder auf, dann können wir ein bisschen posen.